So, und jetzt hier nach oben. Da geht's nicht, da geht's nicht. Hier geht's. Das sieht man. So, wo war denn das? Wahrscheinlich zeigt das nach Hatay. Da sind die Schläger. Ja, der bewegt sich ziemlich schnell, der Marker. Es muss da vorne sein. Ah, hier. Nee, doch nicht. Wo bin ich jetzt? Ja. Ja, der Punkt. Was willst du, Junge? Der Vogt hat mich zu euch geschickt. Ach ja? Ich mach mir in die Hose. Denk lieber zweimal darüber nach, was du sagst. Oh, ist ja gut. Was will denn der Vogt von uns? Ich soll dafür sorgen, dass ihr geht. Was ist denn jetzt auf einmal das Problem? Jemand hat hier in der Gegend ein Grab geschändet und der Vogt glaubt, dass ihr dahinter steckt. Und an der nächsten Missernte sind wir dann auch schuld? So wie am Niedergang von Skalitz. Spiel nicht das tragische Unschuldslamm. Weißt du, was ich denke? Interessiert mich nicht. Tja, sollte es aber. Ach ja? Warum? Weil ich dir gleich in die Fresse haue. Weil euer Leben in den Augen des Vogtes nichts wert ist. Kann sein. Weil man euch sonst der Hexerei beschuldigen wird. Kann sein. Weil ich Herrn Ratzig diene. Kann sein. Weil ich euch dafür bezahle, weil ihr mir beim Rumspringen... Obwohl... Warum nicht? Weil ich Arbeit zu bieten habe. Ach ja? Denk nicht, dass wir uns für ein paar Groschen totschuften. Gott bewahre. Es geht eher um die Nutzung eurer Talente. Ich brauche euch, um Leuten Angst einzujagen. Und wem genau? Den Dörflern in Ledetschko. Die scheißen sich doch wegen des Wiedergängers eh schon in die Hose. Ja, aber das ist mir noch nicht genug. Und wie sollen wir das anstellen? Indem ihr ein bisschen herumzündelt. Schließlich war der tote Köhler. Lodernde Flammen im Mondschein. Da kriegen sie Angst. Zumal man den Kerl ja für einen Brandstifter gehalten hat. Woher weißt du das? Einer von uns ist aus Ledetschko. Er war noch ein Balg, als das alles passiert ist. Er erinnert sich aber noch an die Feuer. Verstehe. Ihr werdet sie das fürchten lernen. Jeder Wette. Was kriegen wir dafür? Ich lege beim Vogt ein gutes Wort für euch ein. Ja, könnte ich machen. Wenn ich beim Vogt ein gutes Wort für euch einlege, lässt er euch in Ruhe. Was willst du denn sagen? Dass ich andere nahe dem Grab gesehen habe. Vielleicht Kumanen? Ja, das könnte etwas bringen. Abgemacht. Aber lasst euch nicht erwischen. Keine Sorge. Die Dörfler beachten uns sowieso nicht. Perfekt. Perfekt. Dafür gibt's noch was zum Essen. Hier, ich gebe was in den Topf. Ah, gut, ich gebe Schnaps in den Topf. Viel Spaß. Okay, begib dich zum Vogt. Nein, wir gehen erstmal nach Hatay. Ja! So, in Ratei müsste ich dann einmal den Trank brauen. Eigentlich müsste ich ihn auch bestatten dort. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Ich heb die Leiche noch auf, also die Knochen. So, ich werde dann einen Trank brauen. Ich werde dort... ich glaube, das war's sogar. Mehr müssen wir dann nicht machen. Und es ist mal wieder schön, nach Ratay zu kommen. Wir waren zwar voran dort, aber... Super. Apples hat irgendwas.
schön. Es muss eine richtige Arbeit gewesen sein, diese ganzen Steine da hochzuschleppen. Ja. Also ich könnte eigentlich... Warte, wo war das? Ja. Es gab einen Geheimweg. Bin ich ja mal aus Versehen rausgekommen. War das hier unter der Brücke? Obwohl, das macht keinen Sinn. Das müsste weiter hinten gewesen sein. Ich will mal den anderen Weg nach oben gehen. Der muss irgendwo bei der Brücke gewesen sein. Hier holt ihr also auch das Wasser. Interessant. So, hier nicht. Fischreuse. Vielleicht nehme ich einen Fisch mit. Zwei Forellen. Perfekt. So, irgendwo hier gab es einen Weg. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin todmüde. Verständlich. Ich wünsche dir dann eine gute Nacht, silberner Pegasus. Dankeschön, dass du da warst. Schlaf ist wichtig. So, wo war hier der Geheimweg? Der war... Der war da hinten. Warte, ich brauche eine Fackel, dann sehe ich das. Noch eine Fischreuse. Genau deswegen wollte ich hier hin. Nee. Es gab hier einen Weg. Der war, glaube ich, da. Heilige Mann, was treibst du hier? Verzieh dich oder ich geb dir Saures. Was ist los? Brauchst du Hilfe? Ja, ich würde gern zu Herrn Ratzig. Aber du machst ja gerade Probleme. Was war das? Steck die Waffe weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Jesus! Verzeihung, aber es musste sein. Ich will hier durch. Der stört mich nur. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich dachte, ich hätte einen Schlüssel dafür. Außerdem darf ich das. Ich bin adlig. Knüppel, modischer Hut, ja. Ich brauche eigentlich kein Geld. Ich bin reich, ich bin richtig reich geworden durch das Dorf. Also, wir sind hier. Ich muss zum Alchemisten. Moin. Bleib stehen, ich muss dich durchsuchen. Nein, musst du nicht. Okay, weißt du was? Er darf, aber wir werden ihn überzeugen. Wo ist mein Trank des Barden? So. Störe mich nicht. So lautet mein Befehl. Von wem? Also wirklich, belästige mich nicht damit. Ich bin wegen einer wichtigen Sache hier und du hältst mich mit einer blöden Durchsuchung auf? Na gut. Geh nur weiter. Ihr solltet lieber die anderen hier durchsuchen. Diese Taugenichtse. Unglaublich. Und ich werde damit belästigt. Einfach Unverschämtheit. Unverschämtheit. So. Astaban. Auf zum Alchemisten.
der war da. Wusch. Gott. Schönen Tag. Hi. Der kann mir aber nicht helfen. Ich musste raus. Ich müsste dahin. Da, perfekt. So, also, das Buch hilft mir nicht. Ich bräuchte, wie mache ich denn das? Inventar. So, Distel, Johanniskraut und Mohn. So, dann bräuchten wir noch Wein. Schön. Ob das ein echtes Rezept ist? So, ich hoffe, das ist das richtige Rezept. Rein damit. Bitte. Ausgezeichnet. Falsches Blut. Verwandelt Wasser in Blut. Oder zumindest in etwas, das so aussieht wie Blut. Perfekt. Gut, was will ich hier noch machen? Färbe das Wasser, vertauscht das Fleisch, finde heraus, was welches Fleisch, bestatte Levs in Ratei. Das können wir irgendwann mal machen. Vertausche die Hühner, können wir vielleicht machen, überlege, was du mit Eier machst, bestatte Levs in die Überreste. Genau, wir können Lev in verschiedenen Orten bestatten. So, was wir jetzt machen müssen, ist einmal zurück. Einmal alles beschmutzen, mit dem Vogt reden. Und die Eier und das Fleisch vertauschen. Es dauert aber noch. Aber ist es gut, dass dann gleich Nacht wird. Wir müssen sowieso gleich schauen. Wupp. Und ich hoffe, das Dorf brennt jetzt nicht ab wegen den Leuten dort. Das wäre nicht praktisch. Es wäre schlecht. So, da ist der Vogt. Perfekt, er ist schon draußen. Also, wer der Vogt? Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ja, es war der Wiedergänger. Ich bin zurück, Vogt. Wie ist es gelaufen? Ich war bei den Herumtreibern und glaube nicht, dass sie es waren. Was macht dich so sicher? Das sind faule Bettler. Ein Grab frei zu schaufeln wäre ihnen zu viel Arbeit. Vielleicht hast du recht. Bringt mich aber nicht weiter. Es gibt nach wie vor keine Erklärung für das leere Grab. Mach's gut. Tja, die Erklärung steht vor dir. Also, wir sind hier. Ich müsste jetzt einmal das Badehaus beschmutzen. Wein aus Trauben! So, das war doch hier. Das wird nicht so einfach. Aber ich könnte mich erstmal waschen. Bevor es so schmutzig Gott wird, mache ich erstmal meine Kleidung sauber. Ich möchte die Dienste. Ich. Du wirst Gott beschütze dich. Perfekt. Supi. Dann warten wir, bis es dunkel wird. Kommt nur näher, Freunde. Bewundert meine wundertätigen Waren
und kauft sie für einen Bruchteil ihres Werts. Also, wo die Schenke war da, nicht wahr? Weiter hinten. Sorgen mit Magengeschwüren? Kauft meine Tränke aus magischen Kräutern. So, 1 Uhr. So. So, Geisterstunde. Obwohl, eigentlich schon vorbei. Aber ich glaube, 3 Uhr war ja nochmal so eine Zeit. Ich sehe gar nichts, aber ich habe doch extra einen Trank des Nachtfalt, nicht wahr? Ja, ja. Perfekt. Ha. So, dann einmal zum Bad. Zu Bart. Bart. Ich meine, das ist die Stunde des Wolfes. Mit Köter jetzt? Vielleicht. Oder vielleicht gibt es wirklich eine Stunde des Wolfes nach Mitternacht. So, Wasser färben. Mit Aqua Vitalis. Doch, ich glaube schon. Muss ich mir mal noch reinlesen. Ich meine, es gab noch was, habe ich wahrscheinlich aus dem Film um 3 Uhr vielleicht, Dingens, des Teufels oder sowas, irgendwas sowas. Glaube ich, da war dann auch noch was. Verwandelt Wasser in Blut, das hauen wir doch mal rein. Müsste klappen. aber das Wasser im Badehaus, kann ich alle färben? Nee, eins wird schon reichen. So, das nächste wäre, wir gehen zur Fleischerin. Hey! Hey! Wir gehen zur Fleischerin und... Und schauen mal, was sie da alles im Angebot hat. Das müssen wir noch machen. Und vielleicht können wir das Fleisch jetzt schon austauschen, das wäre nett. Aber die sind noch nicht verdorben, nicht wahr? Nee, aber bald. Ihr könnt es eigentlich schon mal versuchen. Das soll schon passieren. Was war das? Sind das die Obdachlosen, die ich bezahlt habe? Also nicht bezahlt. Das waren sicher Hühner. Es muss mehr faulen. Aber schön. Hammelfleisch, um alles zu vertauschen. Nur Hammelfleisch. Wie die da rumschreien, super.
So, ich brauche noch Hammel. Moment, das ist Wildbret. Und zwar vom Reh. Natürlich hinter Schloss und Riegel. Vertausche das Rehfleisch 50 Stücke. Oh Gott, muss ich jetzt Reh jagen? So, Hammel hat er, glaube ich, gesagt. Natürlich gibt es ja keinen. Ich brauche noch mehr Lamm. Ich muss das Hammelfleisch vertauschen. Ja, gut. Ach, ist das schön. Ja, vielleicht. Oh, ich brauche eine Fackel. Alles gut hier. Vielleicht kriege ich ja noch Lamm oder so und Hammel vom Dingens, von der Schenke. Ich glaube, sie sollten auch sowas anbieten. Schauen wir doch mal. Ja, das ist ja meine Truhe. Nee, ist es nicht. Was ist denn das für eine Truhe? Das ist mein Zeug. Irgendjemand hat es da reingelegt. Ja, Hammelfleisch, da haben wir doch was. Ich glaube aber nicht, dass es reicht. Rattler-Schnaps kann ich immer gebrauchen, dankeschön. Nee, es ist gekocht. Ich brauche rohes Fleisch. Ja, das hilft auch nicht. Wir müssen also in den Wald. Kann ich noch etwas machen in der Nacht? Such hin und wieder die Scharlatan auf, vertausche die frischen Waren mit den Verdorbenen. Ja, wir brauchten Lamm, wir brauchen Hirsch und das war's, glaube ich. Ja, Reh brauchen wir und Lamm. Und Ei. Obwohl, ich habe Ei dabei. Die sind noch nicht verdorben. Dann gehe ich erstmal schlafen. Mehr können wir gerade nicht machen. Da ist es schon verdorben. Haben wir jetzt nur geklaut. Hühnchen auch noch nicht. Gut, ich gehe schlafen. Wupp. Dann schauen wir doch mal, was das Dorf morgen sagt. Hatten die einen schönen Schlaf? Wir werden es gleich herausfinden.